Jo Leute, willkommen ja zum ersten sozusagen Vlog auf unserem Kanal Fine Place. Und ja, heute. Alter, Eddie, hör auf abzufucken. Was will der Typ jetzt? Also, so circa nachher eine Stunde hochladen. Ja, das heißt, heute seht ihr am Samstag noch Counter-Strike von Eddie. Ja, also, ihr habt schon nichts gesehen. Und ja, ich mache heute einfach mal ein Follow me around my weekend, wie jetzt die ganze Beauty sagen würden. Ich mache einfach einen Vlog über mein Wochenende. Ja, ich lerne gerade noch ein bisschen Englisch-Vokabeln. Ja, genau. Alles relativ langweilig. Sollte eigentlich so eine halbe Stunde dauern. Ja, da ist mein Rote, aber ich kann euch mal was zeigen. Nur so zur Info, ich werde mich wahrscheinlich in 6 Wochen werde ich mich zeigen, weil dann etwas Bestimmtes ist. Kein Geburtstag oder so, dann ist halt irgendwas bei mir, was ich nicht sagen will. Und ja, auf jeden Fall hier mein Mischpult und es fuckt dann dauernd ab, wenn es länger als 2 Stunden an ist, dann rauscht es ein bisschen übel und deshalb habe ich momentan ein paar Probleme und momentan habe ich meinen Schreibtisch leer geholt, weil ich halt gerade noch ein paar Schulsachen gemacht habe. Keine Ahnung, warum ich eben an meinem Computer mache, keine Ahnung warum. Egal. Und ja, ihr seht schon, es ist einfach verdammt geiles Wetter und ich werde gleich Longboarden gehen. Ja, ein bisschen Longboarden, vielleicht ein bisschen, dann werde ich auf jeden Fall ein bisschen quatschen, euch auf jeden Fall ein bisschen mitnehmen. Ja, dann wird es wahrscheinlich irgendwann Mittagessen geben, werde ich vielleicht danach noch mal was kurz für die Schule machen und dann wird vielleicht ein Freund wieder Jojo vorbeikommen. Und wir werden ein bisschen FIFA zocken und Bundesliga schauen, weil heute ist ja Bundesliga-Konferenz 9 Spiele, weil es ist jetzt 33. Spieltag, also spielen alle gleichzeitig. Und da ist es natürlich schon geil, wenn in jedem Spiel durchschnittlich 2 Tore fallen würden. Wären es natürlich insgesamt einfach 18 Tore und es wären dann bei 90 Minuten in etwa alle 4 Minuten im Wechsel bei den 9 Toren. Das finde ich, muss man sich schon mal gönnen, wenn es sowas schön in der Saison gibt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich dann sozusagen beim Longboard bin. Bis gleich. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life, my words been my greatest weapon. I know I been the coast greatest blessing. Better recognize a king when he rapping with you. You hoes suck, it's like you always bring a vacuum with you. Solid like a mannequin, but you ain't plastic, is you? Cause if you got a bone to pick, I got a matching issue. Talking about me, then it gotta be lies. Cause I never get a tag or a chance to reply. If you don't got the courage to mention me, then you can fuck yourself with your phone until the battery dies. I mean, you mad at me, why? Cause I had to be fly. 2 albums in a year and I can't even try. Tried to fill my shoes, then you had to resize. I'm the king on the throne, bitch, is where I reside. When I pull up on a hater, watch a hater fall back. I'm too good with these hands, watch a hater fall. Yo Leute, ja. Und jetzt möchte ich einfach mal so 4, 5 Sachen ansprechen, eigentlich 6. Und ich, ja, für jeden Punkt gehe ich jetzt in eine andere Location vorab. Und 6 war jetzt einfach mal als erstes, nämlich wegen zeigen. Wir haben noch nichts ausgemacht, wann wir uns irgendwie festzeigen, wenn wir auf eine Abo-Zahl oder so. Ich sitze hier gerade auf eine so geile Wiese. Und ja, ich werde mich vielleicht, wenn ich mich zeige, dann werde ich mich frühestens in 6 Wochen zeigen. Will ich einfach mal auch meine Eltern fragen, ob das okay ist, weil das ist natürlich eine Entscheidung, die man nicht alleine treffen sollte, weil dann kann die ganze Welt dich ja sozusagen sehen. Ich habe keine Angst davor, aber ja, ich will nur so was sprechen. Und ja, das ist sozusagen das Erste, was ich sagen wollte in 6 Wochen. Dann gibt es vielleicht auch Vlogs und so, wo wir drauf sind. Und ja, ich möchte einfach mal ansprechen, nämlich, dass ihr vielleicht einfach mal, jeder hat einfach jetzt mal, jeder von euch, der das Video sieht und einen Account hat von YouTube, der schreibt bitte einfach mal 3 Fragen in die Kommentare zu unserem Kanal oder zu uns persönlich. Können auch mehr sein, können weniger sein, aber so viele wie ihr wollt, nämlich ich und Eddie. Manchmal wissen wir halt einfach keine Themen für Videos und dann können wir einfach ein paar Fragen beantworten. Oder jetzt, wenn ich im Urlaub bin, wenn ich da vlogge, dass ich dann, ja, ich muss gerade schauen, ob die Kamera an ist, GoPro. GoPro 3, aber das wisst ihr ja schon. Ja, dass ich dann auch mal, dass ich dann vielleicht abends auch mal was beantworten kann. Ja, das sozusagen, dass wir sozusagen das machen könnten. Ja, also das wäre echt nett, wenn jeder von euch mal ein paar Fragen stellt, ist absolut egal. Und natürlich auch immer mehr Challenges mit Hashtag Fine Challenge. Und ja, ich würde sagen, ich gehe jetzt zur nächsten Location, die ist von hier nur 100 Meter weg, aber die ist auch mega geil und bis gleich.
da sind wir schon. Im zweiten, ich hoffe, dass der Wind nicht zu stark ist. Wo ist eigentlich das Mikro von der GoPro? Ich glaube hier. Ich versuche das mal ein bisschen zu blocken. Und ja, auf jeden Fall, nämlich der zweite Punkt ist relativ einfach. Ich und Eddie wollen demnächst ein Projekt veranstalten. Das soll aber auch erst, im Oktober starten. Und in den Sommerferien und so bei Teilnehmern. Und das ist ein PvP-Projekt mit einem Plugin, das jetzt, naja, mittelprächtig kompliziert ist, also nicht total einfach, aber auch nicht total kompliziert. Und ja, falls ihr developen könnt oder einen guten Developer kennt, der uns das programmieren kann, dann sagt uns das bitte Bescheid, weil wir bräuchten noch einen. Natürlich würden wir dem auch was bezahlen, wir haben es ja schon im Video gesagt. Aber hier nochmal ausdrücklich, wir suchen einen Developer, der würde mindestens 20 Euro bekommen. Das verspreche ich für das Plugin. Ja, falls einer Interesse hat, dann kann der uns mal anschreiben, dann schicken wir ihm mal das Plugin, also wie das Plugin ablaufen soll. Und ja, das wäre einfach nett. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Punkt. Ich habe noch keine Ahnung, wo der ist, aber ich glaube, ich gerne einen meiner Lieblingsplätze auf der Route, wo es mega geil zu fahren ist. Und bis gleich. Da bin ich bei Punkt 3 angekommen. Hier ist ein verdammt geiles, ruhiges Platz hier. Da ist so ein Weg in den Wald. Oh. Ja, ich habe hier im Hintergrund noch Dead Adam laufen. Bisschen chillen. Und ja, Punkt 3 ist, ich mache mal schnell aus. Na gut, eigentlich dürfte man es eh nicht hören, wenn ich dann noch im Hintergrund Musik mache. Egal. Auf jeden Fall, nämlich habt ihr mehr Bock auf solche Wochenends-Vlogs von mir und Eddie. Also da gibt es eins, weil wir wohnen halt 400 Kilometer auseinander. Oh Mann, die Location ist auch so geil, zwischen ruhig. Hat auch was. Vor allem dann noch mit dem Fluss da drüben. Ich weiß nicht, ob man es hört. Und hier hattet ihr mehr Bock auf Vlogs, weil ich finde Vlogs inzwischen eigentlich fast geiler als Gaming. Und ja, ich würde es einfach cool finden. Also es müsst natürlich ihr entscheiden, ob ihr lieber Gaming sehen wollt oder lieber so Weekend-Vlogs, weil unter der Woche passiert echt verdammt wenig bei uns. Lernen, bisschen zocken, Schule, essen, ja, und vielleicht mal rausgehen, sich mit Freunden treffen, aber mehr ist bei uns unter der Woche auch nicht. Und ja, wollte ich einfach mal ansprechen, ob ihr da Bock hättet auf ein paar Vlogs. Und ja, ich würde sagen, nächste Location ist dann auch schon der Punkt, wo ich wenden werde. Weil ich fahre immer so 2 Kilometer, also es ist eine 2 Kilometer Strecke, sind hin und rück, dann 4. Und ja, ich würde sagen, dann bis gleich. New. We used to have it all planned. We thought we knew what it all looked like. We were looking out on the greatest view. Leute, ihr hört jetzt gerade mal kurz keine Musik. Aber wenn ihr. Der läuft gerade Forest und ich fahre halt gerade einfach durch den Wald. Und das ist einfach irgendwie. Das ist nicht mal Absicht, aber ich finde es irgendwie total lustig. Jetzt geht's wieder in die Sonne und mir hängt irgendwas im Auge. Tschüss. So, da sind wir auch beim vorletzten Punkt. Ja, auf meiner Tour jetzt die Hälfte. Mini-Tour. Und ja, nämlich der Punkt ist, ob ihr Roleplays mehr sehen wollt, also wie bei Desarado. Oder heißt es Projekt sogar schon, wofür wir uns jetzt bewerben. Also wir wissen ja noch nicht, ob wir drin sind bei dem aktuellen Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen. Wäre natürlich mega geil, wir rechnen aber nicht damit. Und ja, Jonas, der uns das mit eingesprochen hat, der will jetzt sich auf YouTube mehr auf Roleplays konzentrieren. Und der wird dann, wenn er nicht bei Desarado reinkommt, was halt auch relativ unwahrscheinlich ist, dass er reinkommt, würde wahrscheinlich ein Roleplay-Projekt machen. Und wollt ihr, dass wir da mitmachen oder wollt ihr mehr PvP sehen? Weil wir hätten schon eigentlich sehr, sehr, sehr viel Bock auf Roleplay. Eigentlich nur so eine kleine Sache, ob ihr halt mehr Roleplay sehen wollt. Und ja. Auf jeden Fall sehen wir uns gleich am letzten Punkt und dann zu Hause und dann mal schauen, was ich mache. Vielleicht kommt ein Freund von mir vorbei und ja, bis gleich. Ciao.
need me too. We're in this game together. We're in this game together. And I believe in you. And I know you believe in me too. We're in this game together. We're in this game together. So I've been needing you. Leute, ob ihr es mir glaubt oder nicht, das ist nochmal so eine geile Wiese, aber also nochmal eine andere. Das ist einfach noch so geil, die sieht so viel geiler aus. So Leute, da bin ich beim letzten Punkt und ja, das ist eigentlich eine Stelle, wo ich 2 Jahre lang jeden Tag war, wenn nicht sogar 3. Gerade ist es hier so zu cool, hat aber die Stelle so schön hier am Bach. Und ist hier einfach so schön und ja, nämlich eine Sache fällt mir jetzt gar nicht eigentlich ansprechen wollte, dafür ist mir eine andere eingefallen. Wie findet ihr nämlich diesen Vlogging-Stil? Findet ihr den gut oder eher schlecht oder wie ich das so schneide und so? Und ja, könnt ihr mir irgendwelche Hintergrundmusik auch empfehlen für Vlogs? Ja. Ja, aber hier ist es einfach so schön und ja, wie findet ihr diesen Style? Sagt alles mal. Ja, und alle Punkte, die ich jetzt angesprochen habe, wäre nett, wenn ihr dazu Stellung nehmen könntet in die Kommentare. Insofern es möglich ist und ja, wäre echt cool, dass wir da ein bisschen vorankommen. Und ja, ich würde sagen, ich fahre jetzt nach Hause. Jonas hat mich gerade gefragt, also Janske, ob wir, der auch beim Desperado-Trailer dabei war, der den ersten Sprecher gemacht hat, habe ich aber glaube ich schon gesagt. Der hat mich gerade gefragt, ob ich jetzt Zeit habe, mal schauen. Vielleicht drehen wir für seinen Trailer was und ja, mal schauen, Juli. So Leute, ja, jetzt haben wir schon 3 Stunden später als vorhin, als wir aufgehört haben zu Longboarden, ja. Ich bin jetzt gerade mit ein paar Wendys im TS. Hallo. Ja, einmal den lieben Jonas. Oh, was ist das? Und den Eddie. Und ja, hallo. Währenddessen schauen wir hier WDR nicht. Sondern wir schauen. Kannst du was sagen? Wir schauen noch kein Dr. Banks. Wir schauen nämlich auch noch nebenbei. Ich bin Jonas Bundesliga. Was? 2-0-1. Ah ja, okay. Gut. Ja. Auf jeden Fall, ja. Haben wir seitdem gezockt. Wir haben für Jonas das Radio-Trailer ein bisschen was geschnitten. Also ich eher weniger, Jonas mehr. Ja. Und Stuttgart? Okay, ich könnte sogar Lizenzprobleme bekommen, deshalb habt ihr einfach da einen Weichzeichner gesehen. Ja gut, sage nicht, die der Bullseye, der ist lizenzfrei. Ja, auf jeden Fall, mir kann es eigentlich gar nicht zu sagen, was so ist. Vielleicht, vielleicht werde ich später nochmal ein bisschen, irgendwas machen, mal schauen. Ja, ein bisschen FIFA zocken und ja, mehr passiert heute eigentlich gar nicht mehr. Ich werde mich auf jeden Fall später nochmal und ja, bis dann, ciao. Tschüss. So, ich bin jetzt gerade noch auf einem privaten Server, jetzt gleich gibt's Essen und ja, wir bauen nämlich auf unserem privaten Server, auf unserem Feed the Beast Server, gerade so als kleine Bauwelt Las Vegas nach so ein bisschen. Und ja, wenn ihr eine Idee habt, welches Hotel das sein kann, dann ja, schreibt es in die Kommentare und ja, ich bin jetzt mal beim Essen und was es gibt, seht ihr gleich, Neo. Puff. So Leute, wir haben gerade, wie ich, Eddie und ein Freund von ihm, chillen gerade so ein bisschen im TS und ja, und ja, auf jeden Fall 30 Abos und wir hatten heute erst 25 oder 24 heute Morgen, 24 und wir haben heute einfach 6 geknackt, das ist einfach so ein Meilenstein, würde ich schon sagen, fast 30. Das hat bei meinem alten Kanal, um ehrlich zu sein, 8 Monate gedauert, gut, aber auch die Quali scheiße, aber trotzdem. Und ja, einfach mal, wenn man auf das Desperado-Video geht, einfach... Was ihr da für Bewertungen da lasst, ey, das ist unglaublich. Ja. 27 Aufrufe, 13 Likes. Wer hat das selber geliked? Ja, danke. Naja, nämlich der Serverinhaber. Ja, ihr hört den jetzt halt nicht, weil ich halt Kopfhörer drin hab. Und ja. Und auch die ganzen Kommentare, nice, mega geil gemacht. Danke, Konzi, dir kann mir leider nicht antworten, richtig gut gemacht. Richtig nice Video. Kann man da mitmachen? Ja, da kann man mitmachen. Und wow, nice. Ja, einfach echt der Hammer. 13 Likes. So ein Feedback, das ist echt. Das ist einfach so ein Feedback, das man normalerweise nicht erwartet. Und einfach mal echt danke dafür. Ja, wir zocken gerade ein bisschen auf Mindplex, Mindstrike.
ja, ein bisschen die CSGO nachmache, aber ja, ich darf kein CSGO-Spiel von meinen Eltern aus, was ich richtig scheiße finde. Naja, egal. Die Nachmache finde ich auf jeden Fall auch ganz nice. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall später nochmal und ja, ciao. So Leute, da bin ich nochmal ein letztes Mal hier. Also, hier heute ist jetzt nichts mehr passiert, haben jetzt auch schon 23.02 Uhr. Ja, passt eigentlich auch. Ja, ich habe jetzt eigentlich gerade das Video geschnitten. Ja, sieht so aus, jetzt so. Naja, eine Dreiviertelstunde jetzt nicht wirklich. So, finde ich bestimmt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich habe gesagt, das ist ein Wochenendvlog. Und das jetzt einfach schon 15 Minuten ist, macht es einfach keinen Sinn, jetzt am was dran zu hängen. Das will sich, glaube ich, dann keiner mehr anschauen. Und ich will jetzt noch sagen, es kann einfach ja mal Hashtag FireArmy in die Kommentare schreiben. Und ja. Ja, auf jeden Fall würde mich das freuen, wenn da jetzt noch ein paar Leute dran sind. Und deshalb gibt es am Sonntag keinen Vlog. Ja, in der Woche hätte ich auch keinen Upload mehr geschafft. Und ja, ab den nächsten Vlog gibt es dann von euch aus in 8 Tagen an dem Mittwoch. Da habe ich dann sozusagen schon 3 Tage, wäre ich dann schon weg. Und ja, dann habe ich hoffentlich auch schon ein bisschen was geschnitten und so. Und ja, ich würde sagen, mehr gibt es halt gar nicht mehr zu sagen. Haut rein, bis Donnerstag oder Freitag, je nachdem, wann das nächste Video zusammenkommt. Da kommt, ich weiß es gar nicht, was wir aufgenommen haben. Egal, auf jeden Fall haut rein und ciao.